Hallo zusammen und willkommen zu meinem 10-minütigen Bauchexpress. Ich hoffe, ihr könnt mich gut sehen. Ich musste platztechnisch hier ein bisschen experimentieren. Wir haben eine Pyramide vor uns mit 4 verschiedenen Übungen. Unsere erste Übung ist Leg Raises. Hierzu legt ihr euch flach auf den Boden oder auf die Matte, je nachdem, was ihr da habt. Hände sind neben euch auf der Matte. Kopf darf abgelegt sein. Ihr bringt die Füße oder die Beine senkrecht zur Decke. Ich mache die Übung mit gestreckten Beinen. Einfacher wird es, wenn ihr die Beine beugt. Das müsst ihr selber entscheiden. Jetzt führen wir 10-mal die Füße bis kurz vor die Matte und bringen sie wieder hoch. Und noch einmal. 2, 3. 4. Achtet dabei drauf, dass euer Rücken in die Matte reindrückt. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Sehr gut. Ihr dürft in den Sitz kommen. Füße sind angehoben. Ihr sitzt auf eurem Popo. Arme sind lang nach vorne gestreckt. Und wir rudern jetzt. Das heißt, wir strecken uns aus. Knie sind gestreckt. Oberkörper neigt sich nach hinten. Und wir kommen wieder in den Sitz. 1, 15 Stück. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, sehr gut, noch 5, 1, 2, 3, 4, 5, klasse, Füße absetzen. Nächste Übung ist Russian Twist. Ich weiß nicht, ich habe keine Gewichte zu Hause, ich habe mir jetzt meinen Rucksack mit Büchern gefüllt, sodass der schwer genug für mich ist. Ihr könnt natürlich auch Gewichte nehmen, Wasserflaschen, Milchpakete, was ihr da habt und was ihr braucht. Wir bleiben wieder in der Sitzposition. Füße sind nebeneinander. Wir nehmen unser Gewicht in die Hand und bewegen es jetzt 25 Mal auf die andere Seite. 1 haben wir. Und 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, noch 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, super. Und unsere vierte Übung ist auch im Sitzen. Beine sind hier gestreckt. Oberkörper ist leicht nach hinten geneigt. Wir öffnen jetzt die Füße und kreuzen sie übereinander. Dann öffnen wir wieder und kreuzen mit dem anderen Fuß nach oben. Das machen wir 50 Mal. Also 25 Mal mit jeder Seite einmal oben kreuzen. Bereit? Los geht's. Ich zähle jetzt nicht alles an. Aber ich mache das mit euch. Und 1. Sehr schön. Ja, wir haben schon mehr als die Hälfte. Als nächstes haben wir wieder Russian Twist. 25 Stück. Nehmt euer Gewicht. Gerade sitzen. Füße heben sich ab. Und los geht's.
Klasse. Jetzt haben wir wieder 15 Rudern. Wir bleiben in der Sitzposition. Arme sind nach vorne gestreckt. Und los geht's. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Hervorragend. Letzte Übung. Wieder auf den Rücken legen. Füße zur Decke. Und 1. Wenn euch das nicht anstrengend genug ist, könnt ihr, wenn ihr die Füße oben habt, auch noch kurz den Popo anheben. Und 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und der letzte. 10. Sehr schön. Brennt der Bauch schon? Bei mir auf jeden Fall. Okay. Wir haben noch 2 Minuten. Ich würde vorschlagen, wir machen jetzt noch 1,5 Minuten Plank. Dann sind wir durch. Füße werden aufgestellt. Wir stehen auf den Ellenbogen. Der Körper bildet eine Linie. Der Kopf guckt zwischen die Hände. Alles klar? In 3, 2, 1 geht's los. Wem hier langweilig ist, der kann gerne mal ab und zu die Füße anheben. Sekunden haben wir, 1 Minute noch. Okay. Noch 30 Sekunden. Kommt, noch 15. Und 5, 4, 3, 2, 1. Sehr schön. Das war's von mir. Danke fürs Gucken, Mitmachen und Einschalten. Hoffentlich bis bald.